Moin Leute, wir fahren mal wieder durch die Gegend, ein bisschen nach Dänemark. Bella ist auch wieder am Start. Hallo Bella. Ja, wir fahren jetzt ein bisschen nach Dänemark. Sachen sind gepackt. Ja. Schauen, was die alte Ziege so treibt. Weißt du, nun Mama äfft mich nach und wundert sich dann, dass ich wütend bin. Wieso? Und dann sagt sie, Kilian ist gerade wütend. Und was tut sie den ganzen Tag? Rumzicken? Ja, ist so. So, wir werden mal schauen, was die Ziege macht. Ich höre schon, die ist wieder nur am Telefonieren. Bei den Einräumen, da gibt es nur Geschrei nachher, warum hast du das und da. Nee, räum einfach in eine Ecke damit nur. Ja, dann könnt ihr das selbst raussuchen, was der so ist. Und ja. Ist einfacher. Wasserwaage. Was machst du da? Also wir haben jetzt alles. Jacken, du hast keine Hose. Jetzt muss ich meine Jogginghose dir geben. Mama? Ich mit Haft. Ja. Auch ich noch. Das ist das organisierte Haufensystem. Du musst das nochmal machen. Filmst du jetzt eigentlich dahin oder in meinen Kopf? Nur die Hälfte davon, weil da muss man nur die Hälfte der Scheiße sehen. Und was sagst du dazu, Bella? Sagst du da auch irgendwas zu heute mal, dass wir eigentlich schon wieder überhaupt nicht loskommen? Nein? Warte! Niemals mit leeren Händen laufen. Los, geh jetzt. Ich will das weiter. Bring das jetzt zum Shelterplatz. Pullover. Wo hast du den Pullover her? Hab ich gekauft, geklauft. Geklauft. Schöner Pulli. Geht eigentlich gar nicht. Wir wollen ja nur gesponsert. Ja, so Schleichwerbung würden wir auf unserem Kanal hier nicht machen. Ich muss jetzt erstmal die wollte ich noch nicht filmen, diese riesen fette Wasserkanister tragen, weil ich immer alles tragen muss hier. Ich kann sogar noch mehr tragen. Soll ich dann auch was abnehmen? Nö, das geht schon. Das passt. So, wir sind jetzt angekommen. Wir schlafen heute im Shelter. Da ist einer davon. Der nächste ist dort. Shelters. Ja, die Kinder sollen jetzt ein bisschen Holz suchen. Oh, die haben schon was gesucht. Sehr schön. Guti. So. Achso, das ist Licht. So, wir sind angekommen im Paradise. Paradise hier. Da hinten ist ein schöner See. Oh, guck mal! Hinter mir ein Shelter. Ja, jetzt müssen wir erstmal die Sachen aus dem Auto holen. Was machst du da? Ich such was. Was suchst du denn? Hab ich vergessen. Ich weiß nicht mehr was. Hey! Ich hatte mal Tape da drinnen. Und ist weg. Man hat nur drei Leben. Das ist ein Seil. Das ist hier gewachsen. Von da oben. Oh. Willst du zuerst, Lott? Hey! Los, Rocky. Woohoo! Kriegt ihr das hin? Ja. Sehr gut. Feuer ist natürlich auch wieder mit am Start hier heute. Es lodert vor sich hin. Leider ein bisschen nasses Holz heute. Aber mit ein paar Tricks kriegt man das auch hin. Zeig mal eben hier unser Haus. Hier sind die Feldbetten. Hier ist auch eins. Da hinten sind die Matten. Ja. Wenn ich kein Messer habe, nimmt er kein Messer mit. Gut, dann hat er jetzt auch keins mehr. Nein, hat er nicht. Guten Appetit. Wir sind übrigens hier in Dänemark. Wo genau? Irgendwo am See. Was ist denn das für ein See hier eigentlich? Dies helfen wir für Häusen hier. Keine Ahnung, kurz nach der Grenze irgendwo, ab dem Rad und dann ein bisschen nördlich.
schön hier. Hier ist dieser See, der Halbsee. Der ist eigentlich ganz schön groß. Hält dieser Teller ab? Besteht gar nicht aus hier. Was sind das ein, die Heli, wie schmeckt das Essen? Lecker. Lecker. Part Outtakes, die habt ihr nicht mitbekommen. Das liegt daran, dass die Frau hinter der Kamera einfach keine Kamera bedienen kann. Du hast sie doch angestellt. So, Leute, mitkommen. Warum nimmt ihr nicht Feuer? Der schwört komplett kalt. Kann man mich sehen? Nein, du kannst es wird dunkel. Taschenlampe. Wir starten die Nachtwanderung. Ich habe eine super coole Taschenlampe in die Hand gedrückt bekommen. Ist einfach riesig. Scheint ein paar Probleme zu geben. Der Hund ist schon längst unten. Ich hab jetzt keinen Bock, die nochmal zu suchen. Was ist da los? Ja, er hat was verloren. Seine Kette ist kaputt gegangen. Hä? Aber es sind zwei. Zwei ist gleichmäßig. Wie viel hattest du vorher? Vier. Meine. Aber zwei sind auch so. Kann ich mal kurz was gucken? Mal gucken, ob es im Dunkeln schimmert. Ich mag dich am liebsten, wenn du stehst. Ja, ich liebe dich am liebsten im Dunkeln. Meine macht gar keinen. Okay, wir haben gerade einen Pilz umgenietet. Nein, das war der Hund. Okay, Bella. Das ist ein Langhalspilz. Trinkst du? Nach erfolgreich absolvierter Nachtwanderung sind wir jetzt nun wieder zu Hause im Camp. Oh, ich bin fast gegen die Dachrinne gelaufen gerade. Die da. Gefährlich. Mama, bist du nackt? Mama. Das ist keine Schafe. Willst du es sehen? Ja. Nö. Hauptsache, der Hund hat seine Decke. Oder ist das meine Jacke? Bella? Was hast du da an? Ist das meine Jacke? Komm nochmal her. Guck dir mal wieder weg. Sollen wir lieber deine Bilder drehen? Nein. Wie du gerade eben aussahst, hättest du graue Haare. Ich habe keine grauen Haare und werde auch keine grauen Haare bekommen. Guten Morgen. War eine schöne Nacht. Sehr schön warm. Guten Morgen, Bella. Guten Morgen, Vater. Guten Morgen. Irgendwas Mensch da hinten. Sie oft einander geschichteten ein Körperteile. Ein lebender Busch. Ich hab Durst, Kaffee. Ich brauche Wasser für Kaffee. Das ist mein Topf. Hast du geschlafen? Gut. Den Stein wieder trocken. Mami! Mami! Das Fahrrad! Mami! Ist gruselig, ne, wenn man das so runterguckt, oder? Da ist eine Lampe, hier ist eine Lampe, da ist eine Lampe. Ich meinte meine Jacke. Ach, Jacke. Ja, meine Hose dreckig. Nicht so schlimm. Weil ich... Wie rot wird das Rollen wird? Dunkel. Hauptsache, das guckt wieder unten raus. Ist die Mama. Färberprinzessin.
Moin Leute, wir öffnen jetzt eine Dose mit einem Einhandmesser. Die blüht sich auf. Die zweite. Nudeln mit Nudeln und Chili con Carne. Das lecker. Was gibt's bei dir? Ja, lecker. Mit Marzipan. Das ist kein Marzipan. Kusch dich. Wir haben wieder alles ordentlich hinterlassen hier, alles aufgeräumt. Hier ist eine geheime Botschaft, habe ich gerade gefunden, eine Geheimschrift beim Aufräumen gefunden. Das ist, haben wir übersetzt, das ist ein Lied. Lassen wir jetzt schön liegen. Du hast ja was verloren. Deine Schönheit. Ich muss kurz was zeigen. Das hier ist ein Superfilz. Wenn man sich 5 Tage lang die Haare nicht bürstet, dann passiert sowas hier. Stimmt gar nicht. Aua! Das ist Kindesmisshandlung. Ich habe einen riesengroßen Steinpilz eben gefunden. Der war so groß, aber der war schon so vermatscht und verschimmelt. Der war einfach schwarz. Innen drin war er orange-gelblich noch so ein bisschen, aber der war voller Wasser, voller Schimmel einfach. Aber das war ein schöner Pilz. Habe ich noch nie gesehen, so ein riesen Steinpilz. Was tut man, wenn man in Dänemark ist? Lakritz kaufen. Weiter geht's zum nächsten Stop. Hier parken. Ich packe jetzt einfach. Mama, das darfst du nicht. Das war ein Parkschild. Und das ist ein Spielplatz. Was isst du da, Josh? Das Auto. Eine Schnecke. Eine Schnecke? Eine nasse Schnecke. Eine nasse Schnecke. Wir befinden uns auf einem Acker. Warum? Wir suchen ein Auto. Irgendwo soll hier ein Auto sein. Ein verlassenes Auto. Und sollen wir jetzt suchen. Also wir machen das jetzt so, jedes Kind darf jetzt einen Stock ziehen, wer den kürzesten zieht, der muss da so. Wir schmeißen wir den Loch. Bis jetzt haben wir noch kein Lost Place gefunden hier, Auto. Wir haben aber ein Loch gefunden, Loch mitten im Wald. Mami! Mami! Was ist das für ein Loch? Ein Loch. Bella! Bella! Mama! Ja! Toll, wo ist das Auto? Du hast das Handy doch. Ich habe aber keine Koordinaten. Du Orca. Orca. Killerwal. Hinten rum. Ach so. Trappi. Ich habe eine Hütte gefunden. Oh. Komm. Oh, was ist das? Das haben wir jetzt nicht erwartet. Wir suchten ein Auto und haben eine Hütte gefunden. Okay, wir haben Fässer gefunden. Hier sind, nein! Schaut aus wie ein Wohnwagen. Hier ist auch ein Boot, das ist ein Boot hier. Schön. Jetzt nimmt jemand anderes die Kiste. Schöne Kiste. Aha, was ist das? Was ist das? Nicht hier, Leute, ich hab schon klar. Aber der sieht schon etwas älter aus. Ansaugbrücke. Ne? Ansaugbrücke. Ansaugbrücke. Ja, das ist das. Der ist auf die Idee, kommt nicht mehr über den TÜV, der muss mal general überholt werden hier auf dem Platz. Ich mach jetzt neue Stöcke. Oh nee, ich wollte auch Poster malen. Hä, du warst. Das ist, glaube ich, auch ein Opel. Weg. Keine Ahnung. Hab vergessen. Und ein Skelett hier, ne? Haha. Der ist top im Schuss hier, Leute. Der Unterboden müsste einfach nur mal neu gemacht werden, ansonsten ist er super. Welcher Unterboden? Da kann er mehr da. Alles super im Schuss hier, Leute. Alles top. Boah, was für ein schönes Stückchen wir hier gefunden haben.
Aha! Was ist das denn für ein Schätzchen? Das ist aber ein schönes Auto hier. Das war es mal. Was? Achtung, der Lack zerkratzt doch. Der Lack, denk auch an den Lack. Toll. Mir ist eins aufgefallen, ich glaube, das Gas muss neu eingestellt werden. Und die Kupplung hat, glaube ich, zu wenig Spiel. Ansonsten kriege ich das wieder hin. Den nehme ich mit, glaube ich. Ja? Mhm. Findest du das gut? Ja. Hier ist noch ein Schlauch und so. Der ist super. Der ist top. Das ist nicht mit einem Wasser-Nein-Wagen. Und das wird man. Ich weiß nur leider nicht, auf welche Seite. Habt ihr euch geeinigt? Dieser Wischer gehört hier. Oder was ist das? Auf die? Oder auf die Seite? Naja, hier ist auf jeden Fall dein Zuhause. Riech mal rein. Hallo, Lil, bist du zu Hause? Ja. Wir sind in einem Spottitel zu Hause. Papa? 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 Der muss hier irgendwo drin sein. Ach, scheiße. Ich versuche das Szenario mal nachzustellen. Vater fährt mit seinem Kadett hier rein, will dann nach Hause in seinen Wohnwagen. Ich versuche jetzt mal hier reinzukommen. Vater! Ah! Ich bin. Oh! Okay, hier gehe ich nicht rein. Der ganze Wohnwagen. Könnt ihr sehen? Der ganze Wagen! Er bebt! Sein. Scheiß auf Vater. Ey, ne. Gut, wir verlassen jetzt diesen lustigen Ort. War mal wieder eine schöne Erfahrung. Schöner Ort hier. Kann ich abgeschlossen. Gut, das war's. Kleiner Ausflug hier. Geht zurück nach Germany.